Strampeln, Schwitzen und Fighten. Bereits zum 16. Mal fand am Wochenende in Poppenhausen das Hallenbike-Spezial statt. Über 180 Sportler gingen in 23 Teams an den Start. Über 37.831 Kilometer wurden in 48 Stunden geradelt. In der Rhön wird aber nicht einfach nur Fahrrad gefahren. Für eine Stunde geht's aufs Rad, dann wird gewechselt und der Nächste ist an der Reihe. Auch nachts treten die Teilnehmer in die Pedale. Manch einer geht hier an seine Grenzen. Stillstand gibt es an den zwei Tagen nicht. Neben dem sportlichen Ehrgeiz treten die Teilnehmer auch für den guten Zweck an. Spenden gehen in diesem Jahr an die Grundschule Poppenhausen sowie an den schwerkranken Luis, der nicht laufen kann und einen Aufzug am Haus bekommen soll. Die Organisation lief wieder super. Beim RMV Poppenhausen ist Jahr für Jahr ein eingespieltes Team am Werk. Wir sind sehr, sehr froh, dass das alles hingehauen hat und dass auch alle Mannschaften durchgehalten haben. Wir als Helfer-Team und Organisatoren haben damit vielleicht auch Großes geleistet, sind aber eher dankbar, dass es funktioniert hat. Gerade durch die Grippewelle, durch Sachen, wo die Fahrer extrem Schwierigkeiten hatten, dieser Zusammenhalt extrem wichtig war und wir uns darüber gefreut haben, dass alle auch so gut zusammengehalten haben. Absolut einmalig ist die Stimmung. Gerade in den letzten 15 Minuten bebt die ganze Turnhalle. Die Radler gehen an ihre Grenzen, mobilisieren die letzten Kräfte und beißen nochmal die Zähne zusammen. Um sie herum stehen viele Zuschauer. Die feuern die Sportler an, bespritzen sie mit Wasser und pushen sie immer wieder. Wie haben Sie so das alles erlebt und wie war die Stimmung bei Ihnen? Ja, die Stimmung war super, wie jedes Jahr. Es ist ja immer wieder schön hier. Man kommt ja eigentlich nicht her, weil man gewinnen will, sondern einfach, weil die Atmosphäre super ist und weil man die gleichen Leute immer wieder trifft und weil es einfach Spaß macht. Super, also es ist ein mega Gefühl, endlich die 6 Stunden geschafft zu haben. Wie ist die Stimmung so? Super, perfekt. Die Leute, die sind am geilsten, die anfeuern. Ja, wie habe ich es erlebt? Das ist einfach der Wahnsinn. Also die Stimmung gerade jetzt in den letzten Stunden war der Wahnsinn. Sowas habe ich im sportlichen Sinne noch nicht erlebt. Die sportlichen Leistungen können sich wieder sehen lassen. Bei den Männermannschaften siegte das Team 200 Puls mit über 2073 Kilometern. Die Sportler stellten auch gleich einen neuen Kilometerrekord auf. Bestes Frauenteam waren die Espresso-Böhnchen mit gut 1420 Kilometern. Christoph Lomb von Bikebox 1 strampelte knapp 285 Kilometer. Stärkste Frau war Linda Krebel vom Team Kraftwerk mit über 229 Kilometern. Die Veranstaltung in Poppenhausen war wieder ein voller Erfolg. Das 17. Hallenbike-Spezial kann kommen.